Ah, sterben schon wieder Leute. Ärgerlich. Drei Stück schon wieder. Meine Güte, Jungs, was macht ihr denn die ganze Zeit? So, damit haben wir den zweiten Eingangsbereich schon mal fertig und die Außenmauer ist... LOL, die ist schon fertig? Jungs! Oh, das wird sowas von geil vor, man nehmen. Oh. Okay, komm, das müssen wir speichern. Oh, ich... Also, das ist so richtiger Hype, der sich da aufbaut. Wenn man das so sieht, wie sich das jetzt so langsam entsteht. Oh, geil. So, da müssen wir natürlich zwei Fundamente setzen. Gemauert natürlich. Wir können natürlich auch mehr machen. Die werden wir später auf jeden Fall benutzen. Hm, zählen die jetzt auch als Fundament dann? Oder nicht? Weil hier die Dinger, die kommen natürlich aus einer normalen Ziegelwand. Da können wir von mir aus, dass wir die normalen Ziegelmauer, also hier die gemauerten machen. Weil die beiden Räume brauchen ja nichts anderes. Da kommt jeweils auch eine Tür. Na, Tür. Eine normale Gefängnistür. Ja, da kommen wir alle rein, deswegen machen wir die normal. Oben sowie unten. Hier kommt eine große Tür hin. Mit, nicht zu vergessen, ja, ganz, ganz wichtig, Metalldetektoren. Die ich jetzt gerade hier nicht finde, wie immer. Weil da müssen die natürlich auch durch, ne? Hier kommt keiner in den Knast rein oder raus, ohne durch den Metalldetektor zu laufen. So. Dann haben wir die Fundamente schon mal durch. Vor allem, wenn die wüssten, was jetzt hier gerade für ein Koloss entsteht, ja. Ich habe noch nie so ein geiles Ding in hier geplant. Richtig geil. Die lassen wir mal komplett offen. Ist auch geil, weißt du, alle tragen so eine ganze Palette und dann einer baut eine Tür vor deren Nase. Och, James, schon wieder? Dein Ernst? Du Arsch. Lol. Alter, hier sind da so viele Ziegelsteine. Genau. So, dann war das nämlich schon mal fertig hier. Da kommt natürlich noch ein Boden in den Zwischenraum. Und zwar... Was machen wir denn da rein? Der Eingangsbereich bekommt noch schön die hier. Nein? Ach so, lol. Ja. Das muss natürlich als Gebäude markiert werden. Scheiße, hab ich nicht drüber nachgedacht. Mach mal bitte. Na komm. Danke. Hey, der hat sogar alles heile gelassen. Cool. Danke. So, und da kommen jetzt Keramikfliesen rein. Hier. Weil außen kommen immer Betonplatten. Immer. So in die Türbereiche. Nice. Damit haben wir das schon mal fertig. Cool. Ich würde sagen, wir machen die direkt von Anfang an wirklich gut und nicht nur so halbherzig. Ich sehe, kommen noch Betonplatten rein und dann beide Pakete. Wobei, nee, stimmt nicht. In die Zelle kommt Mosaik rein. Ja. Oh mein Gott! Wie viele Leute da waren, wie viele Ziegelsteine die dabei haben, lol. Ja, dann haben wir das schon mal fertig, cool. Also reinkommen können sie jetzt schon mal, die Knastis. Jetzt müssen wir sie natürlich auch irgendwie unterbringen und mit Strom und so weiter versorgen. Ich würde sagen, wir fangen nämlich auch an mit...
Weil das hier wird ein sehr, sehr großes Fundament, deswegen will ich mit dem Kleinen hier unten schon anfangen. In Anführungszeichen klein. Das heißt, ich würde tatsächlich hingehen und so ein Fundament hier hinsetzen. Das machen wir auch. Dazu kommt natürlich. Scheiße, Abbruch, 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 Abbruch. Weil das kommt ja hier. Wand weiß, ne? Weil leichte Security. Nee, blau ist niedrige Sicherheitsstufe. Hä? Grau für niedrige Sicherheitsstufe, orange für normale oder mittlere, rot für hohe, gelb für schutzhaft und weiß für die psychisch Kranken. Stimmt. Dann machen wir hier. Ja, blau, ne? Cool. Und da kommen natürlich Türen rein. Und zwar in Grau für niedrige Sicherheitsstufe. Fuck, nicht dahin. Was willst du denn? Wir haben soeben erfahren, dass eine der externen Lehrkräfte für den Häftlingsunterricht im großen Stil Schmuggelware ins Gefängnis eingeschleust hat. Wir haben die betreffende Person gefeuert, jedoch ist der Schaden angerichtet. Razzia, auf geht's. Ja, so viel finden wir ja schon nicht, ne? Scheiße. Ja, die Tür müssen wir gleich wieder abreißen. Weil wir müssen jetzt hingehen. Aber es funktioniert übrigens mit dem Zeug hier. Deswegen Wand niedrige Sicherheitsstufe müssen wir damit erweitern. Und hier. Und da. Und da. Um Tür-Metalldetektoren reinzusetzen. Oh, geil, ey. Und dann gehen wir da rein. Wände. Die ziehen wir jetzt auch. Warte, das ist rot. Keine Route. Ah ja, Leuten. Ja, warte. Klar, natürlich habt ihr keine Route, weil ihr jetzt natürlich die Türen braucht. Jetzt seid ihr eingesperrt. So funktioniert das ja jetzt ja nicht hier, ne? Objekte, Metalldetektoren. Hallo? Metalldetektoren? Wo seid ihr? Hä, waren die da vorher auch schon? Keine Ahnung. Ist zwar eine Menge Geld, die wir hier ausgeben für das Ding, aber es muss ja auch sein, ne? Abreißen. Was ist denn eigentlich los? Ach so. Genau so. Da komme ich jetzt auch nochmal mit Metalldetektoren rein. Ach, da oben sind sie. Guck mal an. Zack. So, dann machen wir hier eine Zelle fertig und dann können wir die einfach kopieren. Ist mir gerade mal so nebenbei eingefallen. Und zwar gehen wir hin und machen da erstmal eine Tür rein. Eine Gefängnistür grau. Und zwar machen wir die nach rechts, würde ich sagen, ne? Ja, komm. Das heißt, dahin. Geht doch mal weg da. Ich kann euch so nicht helfen. Hallo. Jetzt. Ha. Auf. Meine Güte. So, da kommt natürlich noch eine Wand daneben. Die Gefängnistür machen wir natürlich andersrum. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Unterschied macht oder nicht, ist mir eigentlich auch egal. Wir setzen es einfach mal so rum rein. Dann kommt da ein gemütliches Bett rein. Machen wir mal Bett. Schaummatratze, altes Bett, normales Bett, bequemes Bett. Die kriegen ausnahmsweise alle bequeme Betten. Natürlich so, dass man, wenn man reinguckt, nicht unbedingt den Kopf sieht. Das ist sonst richtig unangenehm. Kostet zwar viermal mehr, aber die sollen jetzt ja auch nicht gerade hier scheiß Zellen haben, weil wir wollen ja auch einen ruhigen Knast haben, ja? Keinen haben, wo täglich Leute umgebracht werden. Dann macht er da natürlich
Betonplatte in den Eingangsbereich. Und innen drin Parkett. Und wie hat die Einzelne den Hotel? jetzt muss ich kurz überlegen. Der Wochenfenster. Warte, wir gucken mal ganz kurz nach, weil ich hab's ehrlich gesagt vergessen. Raumqualität. Ein großes Fenster gibt natürlich Boni. Dann Duschkopf kriegt er auf jeden Fall. Und dann müssen wir einfach nur, bequemes Bett habt ihr. Ich meine, ich kann es einfach hier unter Zelle markieren, dann war es ein bisschen einfacher. Ah, nee, machen wir mal nicht. Weil sonst kommt hier gleich noch ein Häftling rein, ist ja auch ungünstig. Dann machen wir nämlich Spüle und Spiegel hier hin. Plus Toilette. Dahin, vielleicht klappt's ja. Ein Duschkopf, wo haben wir ihn? Da? Nee, mach mal so rum. Das ist gut. Dann kommt da nämlich noch ein Abfluss drunter. Und das, was ich gerade eben hatte, Spiegel und Spüle und Spiegel, kommt dahin. Haben die da nämlich ein bisschen Laufplatz. Mein Gott, was ist denn hier schon wieder los? Was? Willst du mich verarschen? Oh, jetzt hat er Pech. Jetzt gleich kommt dann... Oh, oh. Oh, und? Ey, da hast du zwar Glück gehabt, ne? Ein Meter weiter und der hätte dich abgeknallt. Warte, wo ist jetzt wieder? Ich habe gerade einen Pager gehört. Warum? Oh. Ja, der wurde auch geknallt. Alle Hände hoch. Oh mein Gott, der wurde geschossen. Ja, was erwartet ihr denn auch, wenn ihr... Alter, ihr seht doch, dass ihr da mit Knarren laufen, Leute. Naja. Vollidioten halt, ne? So. Kommen wir zurück zu unserem Schmuckstück hier hinten. Ich markiere es ganz kurz als Zelle und deselektiere es direkt wieder. Logistik. Raumqualität. Wie, das kein Fenster? Warum da kein Fenster? Achso. Egal, ansonsten natürlich eine Raumqualität von... 1, 2, 3, 4, 5 und 6 hätte der dann. Warum keine Dusche? Okay. Okay, der hätte dann 1, 2, 3, weil Dusche ist auch dabei. Das hat sich gereimt, cool. Also 1, 2, 3, unten, dann plus Fenster nochmal 3 sind 6. Plus den Raum selber 7. Dann haben wir 7 von 15. Ist doch eigentlich okay. Ansonsten können wir dir noch ein bisschen was für die Wand machen. Da kommt dann ein Schreibtisch, passt nicht rein. Fernseher, der große Fernseher passt nicht rein. Radio ist zu wenig Platz für. Bücherregal ist kacke. Stuhl oder Holzhocker oder Ledersessel ist kacke. Ziervogel. Aha. Weiches Kissen und Ziervogel. Können wir mal ganz kurz gucken. Weiches Kissen. Da. Erhöhte zusätzlich die Qualität und den Komfort eines Häftlingsbetts mit einem flauschigen Kissen. Erfüllt die Bedürfnisse nach Komfort und Schlaf. Dahin. Dann haben wir nämlich nochmal eins mehr. Und das andere war... Warte, wie hieß das nochmal genau? Ich will nichts falsch machen. Ziervogel. Der ist natürlich, anders als erwartet. Ich weiß noch nicht, was ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Guck mal, Licht.
Dann bekommt er natürlich noch die Leinwand, stand als nächstes, glaube ich, da. Leinwand und Farbe. Ach so, ist es gemeint. Ah, auch doof. Raumqualität. Ein Sandsack ist zu groß und die anderen Sachen sind alle egal. Das heißt, das ist eigentlich das Beste, wie wir es hinkriegen können, oder? Ja. Bessere Zelle könnte ich euch nicht machen, aber dann ganz ehrlich, ich habe dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte. Ja, also. Kann man sich jetzt nicht beklagen, ne? Finde ich. Ich finde das schon okay so. So, dann würde ich mich sagen, können wir die ganze Zelle hier im schnelles Bauen nehmen, klonen. Und den ganzen Kram hier. Oh Gott. Nein, nicht so. Warte, wir machen das mal ganz kurz nochmal so. Nee, nicht Planung. Alter, was mache ich denn jetzt hier für einen Quatsch? So, klonen. Das da. Zack, zack, zack. Klar, das ist natürlich alles ein teures Unterfangen hier, ja, verstehe ich schon, aber das wird geil. Ich sag's euch. Das da drunter auch nochmal. Uff. Wir lassen das mal bei zwei Reihen erstmal, weil die sind ganz schön teuer. Das sind mich schon gut und gerne mal. Warte, das sind ja 20 Zellen so immer, ne? Ne, das waren 100, das sind also 25 Zellen. Das heißt, das sind 25.000 oder ein bisschen plus minus. Lol. Wieso verändern sich die Preise da eigentlich, wenn ich irgendwo hingehe? Verstehe ich nicht. Ah, die Fenster brauchen sie da natürlich jetzt nicht, ne? Stimmt, die können ja da gar keine Fenster haben. Die im Innenraum. Ja, dann haben die doch einen Unterschied in den Raumqualitäten. Ah, oh, ist mir egal. So, dann haben wir mich schon mal Punkt Nummer Uno. Dann werden die Zwischenräume, habe ich hier, glaube ich, auch mit Mosaikboden gemacht. Na, was finde ich eigentlich ganz cool. Dann mache ich es mich immer so. Weil der ist doch nicht so teuer. Der kostet ja für den, guck mal, für den ganzen Gang 1500. Das geht fett. So. Dann brauchen die noch zum Überleben eine Kantine. Jetzt müssten wir eigentlich hingehen und ein Fundament nehmen. Aus einer Ziegelwand. Oder? Gibt es irgendwas Schöneres? Nö. Müsste mich eigentlich hier hingehen und den Block ziehen. 50.000. Das schmeckt. Aber bevor wir den 50 mal umbauen müssen, ich würde den echt so machen, ne? Gott, ist das mörderisch. Wir warten aber erstmal ganz kurz, bis die das unten fertig haben, weil ich habe das Gefühl, als zieht uns das noch ordentlich Geld weg. Das sind sogar mehr als 25.000, die ich hier drin ausgegeben habe. Alter, sind die Dinger teuer. Ich bin klar, allein die Betten kosten schon 800. Ich weiß, es ist eine teure Zelle. Aber, ja, wir müssen ja Schritt für Schritt das Ding ja auch bauen können. Dass wir es nicht direkt auf einen Klatsch bauen können, da brauchen wir Millionen für. Das dachte ich schon vorher, ja. Aber es funktioniert ja so Schritt für Schritt. Wir können auf jeden Fall schon mal hier hingehen und hier draußen die Wände ändern. Nee, warte, wir machen das so. Die Personaltür kommt. Ja, ist doch gut jetzt. Ich hab's verstanden, dass ich Geld ausgebe. Alter. Ich sehe nur noch rot hier. Oh, Cashflow, guck mal. 81 Dollar. Ein Wasserrohr ist geplatzt. Und überflutet den Bereich. Reparieren Sie den. Och. Das war jetzt ungünstig. Lol.
Aber da ist doch nichts kaputt. Stromkabel sind alle da, logischerweise. Wo habe ich denn hier einen Rohrbruch gehabt? Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz hier hin. Machen wir das so kurz weg. Sicherheitshalber. Ja, jetzt spart das ja ganz kurz. Auch das Wasser ist okay. Setzen wir jetzt hier neu. Kleines Rohr und Stromkabel. Reicht das so? Angeblich ist hier was gerissen oder kaputt gegangen, wie auch immer, aber sehe ich nicht. Irgendwie kriege ich das Wasser nicht weg. Aber irgendwie fehlt da gerade auch Wasser. Lol. Könnt ihr mir bitte das da kurz schneller machen? Alter, 3000 haben wir nur noch. Die waren teurer, als ich erwartet habe. Warte, die sind noch gar nicht fertig. Shaywort. Ja, ich weiß, dass es hier gerade aus ist jetzt. Das da beschleunigen, Jungs. Das ist gerade viel wichtiger. Was? Todesfälle. Schon wieder rumgeballert. Meine Güte. Sind eigentlich auch Wachen gestorben? Ja, ne? Einer. Ja, jetzt willst du erst auf Geld wieder warten. Dass die aber so krass teuer werden, hätte ich jetzt nicht erwartet. Scheiße. Haben wir einen Zuschuss, der uns vielleicht helfen kann? Besserung durch Bildung. Ja, da müssen wir warten. Vielleicht klappt es ja hier rechts irgendwann, weil das ist gerade echt behindert. Programm Tischlerlehre. Ja, da müssen wir auch irgendwann hier rechts machen. Erhöhen Sie die Zahl Ihrer Sicherheitskräfte. Schalten Sie über die Bürokratie Panzerwesten und Taser frei. Bauen Sie einen Überwachungsmonitor. Platzieren Sie Überwachungskameras in Ihrem Gefängnis. Könnten wir machen. Dann haben wir 40.000. Könnt ihr jetzt bitte diese scheiß Versorgung da neu bauen? Leute. Ja, wenn ich schon irgendwann hinkriegen. Wir können auf jeden Fall hier einen Überwachungsmonitor hinsetzen. Okay, müssen wir so machen. Überwachungs... Okay, dann machen wir halt Monitor. Ah, natürlich, da steht er jetzt bei, ne? Gott, ist das Ding groß. That's what she said. Dahin. Und eine Kamera. Dahin. Dass wir einfach kurz das Geld bekommen, weißt du? Hallo, wie ist das jetzt eigentlich mit dir? Ich glaube, die Arbeiter sind jetzt gerade echt überfordert, aber womit denn? Ja gut, ich meine, hier kommt auch eine Menge angeliefert, ne? Gebe ich zu. Scheiße. Ich glaube, wir machen die beiden Räume, tauschen wir da mal eben. Ja, laden wir halt kurz wieder, danke. Das wird Lieferungsraum und das wird Exporte. Da. Lol, warte mal ganz kurz. 5. Warum sieht denn der größer aus als der? Oder bild ich mir, glaube ich, nur ein, ne? Das bild ich mir nur ein. Wahrscheinlich, weil der Text hier außen steht und da so irgendwie innen. Oh, die sind komplett überfordert gerade, ne? Kann das sein? Jetzt haben wir schon mehr als doppelt so viel Arbeiter als vorher und die sind komplett überfordert. Machen wir die Tür auch mal auf, vielleicht hilft das ja ein bisschen. Krass. Aber dass die so heftig teuer werden, die Dinger, ne? Das finde ich schon brutal.
Jetzt welche Schöne die ganze Zeit angeschrieben hat, wollt ihr denn von mir? Ach so, nur irgendein Quatsch. Ja. Ich würde sagen, wir können mal eben Personal hingehen. Nee, Einsatz meine ich. Lol. Okay, dann machen wir halt eine Patrouille. Ist auch okay. Nee, nicht so. Von Tür zu Tür. Mit jeweils einer Wache drauf. Damit wir die Tür die ganze Zeit aufgemacht bekommen, weil sonst hängen die ganze Zeit daran fest. Wir haben wieder Strom anscheinend. Angeblich ist hier ein Wasserrohr kaputt gegangen, aber ich sehe halt noch nicht wie oder wo. Verstehe ich noch nicht ganz. Ach nee, Quatsch, das ist ja. Sorry, das Klassenzimmer. Aber das, da können wir uns sparen. Das Experiment am Essensbudget wurde ergebnislos abgeschlossen. Bla bla bla. Können wir wieder erhöhen. Finde ich gut. Wir reißen mal kurz das Pumpwerk ab. Das Ding, ich wusste es irgendwie, so vom Gefühl her. Der war mich das Ding, was ausgelaufen ist. Siehst du? Siehst du? Wow. Ein Rohrbruch. So, hier sind sie fertig, ne? Hören Sie die Zahl ihrer Sicherheitskräfte. Ach so, wir müssen viel mehr Kameras machen. Okay, das ist ja, das kriegen wir ja hin. Das ist ja noch kein Problem. Ich glaube, 8 Stück müssen das sein, ne? 16%. Nee, oder? Doch, ich glaube, das sind 8 Stück. Ah, nee, 6 Stück waren das, ne? Klar. Dann können wir die auch wieder abreißen. Wie teuer waren die eigentlich? 200, das geht eigentlich ganz klar. Dann gehen wir jetzt nämlich auf Personal. Zack, Zuschuss. Damit haben wir jetzt 40.000 wieder. Das ist gut. Haben wir einen neuen Zuschuss? Wir könnten höchstens noch Zellenblock C machen. Nutzen Sie Ihr Land, indem Sie Ihr Gefängnis erweitern. Steigern Sie Ihre Häftlingskapazität auf 100. Das machen wir sogar, weil wir hier unten Zellen haben. Die brauchen wir nur kurz zuzuweisen. Warte mal, wie jetzt? 99. Willst du mich trollen? Was ist denn da jetzt passiert? Ach Quatsch, nicht Fundament. Mauer. Wir können vor allem auch mal hingehen, kurz die ganzen Fenster abreißen. Abschlusszahlung, danke. Ja, wir können auch die Dinger da drin lassen. Die Zellen. Also, die können das auch ruhig als Zellen nutzen. Das ist auch der Sinn. So nach und nach jetzt. Dass sie das hier übernehmen. Müssen wir nur noch gleich zuweisen, dass das hier ausschließlich für normale Gefangene ist.